Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt von mir, und zwar Child of Light. Ich habe keine Ahnung, was mich bei diesem Spiel erwarten wird. Ich weiß, es hat etwas mit Lyrik zu tun, also von den ganzen Dialogen. Der Grund, warum ich mich für dieses Spiel entschieden habe, ist dieser unendlich beeindruckende Zeichenstil. Ich finde das wahnsinnig faszinierend. Das werden wir gleich im Spiel auch sehen. Und ja, ich freue mich einfach echt extrem auf dieses Spiel und hoffe einfach, dass meine Erwartungen an dieses Spiel erfüllt werden. Ihr seht das jetzt auch hier gerade, ein paar Ausschnitte. Es ist einfach nur richtig fantastisch. Und ich werde das jetzt Ganze auch mal zum Laufen bringen und starten mit der Leertaste. Mit einem Spielstand. Ich habe 10 Minuten vorhin mal ganz kurz angetestet, um die Einstellungen zu finden und zu optimieren. Und ich starte ein neues Spiel. Kind, geh nun zu Bett. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Von Lemuria, einem längst vergangenen Reich. Und einer Maid, die den Ruhm musste wählen. In Austrias Kronland einst ein Herzog regierte. Ihm ward Aurora zur Tochter geboren. Einer geheimnisvollen Herzogin Kind. Der Vater hatte sie zum Liebling erkoren. Allein zog er das Mädchen groß. Nie bereitete er ihr Schmerz. Doch einsam suchte der Herzog Trost und verlor in einer Nacht sein Herz. So nahm das Schicksal seinen Lauf. 1895 zur Osterzeit. Musikanten spielten für den Herzog auf, die neue Braut an seiner Seite. In der Nacht fiel Aurora in Schlaf. Der Kamin brannte nicht mehr heiß. Ein Schauder breitete sich aus. Ihr Körper war so kalt wie Eis. Am Morgen fand man sie starr. Erloschen war Auroras Licht. Ihr Vater weinte und flehte, doch einen Zweifel gab es nicht. Aurora war tot, sie sagte kein Wort. Und doch, es war einmal vor langer Zeit, da erwachte sie an wundersamem Ort. Und nun sind wir in der Rolle von Aurora, dem Mädchen, das auferstanden ist, so wie es scheint. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Jump'n'Run ist oder doch eine Art Spielprinzip, das ich noch nicht kenne. Links zum Dornenbaum, da will ich mich doch mal aufmachen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das Ziel in diesem Spiel ist, aber ich denke, es wird damit zu tun haben, warum Aurora damals gestorben ist und zu Eis erstarrte. Eventuell hat es ja was mit der neuen Frau ihres Vaters zu tun. Es ist auf jeden Fall ein Märchen und ich bin einfach immer noch gerade hin und weg von dieser Landschaft, also ich könnte mich da echt drin verlieren. Das ist so toll gezeichnet. Was haben wir hier eher? Rechts zum alten Kloster. Da hoch geht's nicht. Ah, okay. Das können wir bewegen. Um dann hier diesen Absatz hochzukommen.
Oh, 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 ein Wolf oder sowas. Mit dem lege ich mich mal besser nicht an. Kann ich auch, glaube ich, gar nicht. Hier, das ist auch toll. Hier, die Äste knarzen und bewegen sich, wenn man auf sie drauf springt. Richtig, was das für eine Arbeit gemacht haben muss hier, um das Ganze hier fertigzustellen. Es ist unglaublich. Also das ist schon wirklich fast Kunst und kein Computerspiel mehr. Und die Musik hier ist auch richtig schön. Oh! Eine Spinne. Und hier? Ein Kirschbaum? Oh, sie scheint verzweifelt zu sein. Und findet ihren Vater nicht. Was ist das? Ach. Wer spricht? Ich. Fort mit dem Tau von der Wange. Das steht euch nicht. Entstellt euch sehr. Ein Glühwürmchen, jetzt wird mir bange. Mein Mahl war heute wohl zu schwer. Essen klingt gut, doch bin ich verwirrt. Kennt ihr vielleicht eine Aurora? Sicher, Herr, ich bin sie. Ein Herr, seid ihr nicht eine Signora? Oder ein Kind der hiesigen Flora? Hör auf mit deiner Narretei. Ich bin Aurora, sag ich dir. Oh, hab ich's doch gewusst. Also dann, folgt mir. Eine Dame wartet. Eine Seherin mit Haar lang wie ein Bach. Mit Haut aus Moos und leuchtendem Blick. Vielleicht weiß sie, wie ich aus diesem Traum erwach. Und es scheint, wir haben einen neuen Begleiter bekommen. Das Glühwürmchen. Und das Glühwürmchen kann ich jetzt hier in diesem Fall mit meiner Maus bewegen. Und wenn ich meine linke Maustaste bewege, dann fängt das Glühwürmchen an zu leuchten. Und damit kann ich mir halt überall... Ach, du lieber Gott. Sind wir hier bei Attack on Titan oder was? Oh, was haben wir denn hier? Hm, Heiltonikum. Wahrscheinlich ein Heiltrank. Da komme ich nicht hoch. Na hier, guck mal, ich kann die Leuchtkraft aufbrauchen und mein Glühwürmchen lädt die Leuchtkraft dann nach einer Zeit wieder auf. Das ist auch sehr schön. Seltsame Zauber von Kleinhänden gemacht. Wusstet ihr es nicht? Das sind Wünsche. Wünsche des Lichts in dunkler Nacht. Der Goldgelbe führt zu noch größerer Pracht. Wünsche sind köstlich. Los, greif zu. Warte, bis ich über dieser Nacht Vater hab Kunde. Erteilt wahrscheinlich. Also diese Gelben, das erinnert mich an diese Looms. Wahrscheinlich, das sind einfach Erfahrungspunkte. Das erinnert mich an die Looms aus Rayman. Kann ich auch mit meinem Freund hier einsammeln. Was haben wir hier? Jenseits des Baumes unser Weg muss liegen. Doch können wir dorthin nicht fliegen? Gefangen, die Tür ist versperrt. Ein rundes Zepter, ein durchsichtiges Gefäß. Die Lösung ist klar, wie Kristall. Herr Glühwurm, entflammt das Gesäß. Aber wir kennen uns doch kaum. Nun mach, dann werden wir schauen. Wo die drei Zepter Schatten hinterlassen, ja? Müssen die Symbole zusammenpassen. Ein Rätsel.
Ah. Hier haben wir das andere Symbol. Oh, Glühwürmchen hat keine Power mehr. Sehr schön. Und das Tor ist offen. Herr Glühwurm, wir können weitergehen. Wer lässt nur eine Tür hier stehen? Und weiter geht's. Wer sie wohl war, das frage ich mich. Nimm dieses holde Schwert an dich. Wer hat gesprochen? Etwa ein Geist? Die Dame des Waldes hier verkehrt. Aurora, nimm Mathildas Schwert. Mathildes Schwert. Sind wir hier bei Excalibur? Und sie kriegt es natürlich raus. Ach, wie schön. Es glänzt und ist so leicht. Man spürt es kaum. Oh, lauft, sonst wird uns dieses Biest verschlingen. Zum Glück führe ich ein Schwert in diesem Traum. Warten, vorbereiten, die Zeit zeigt... Ah, die Zeit... Es ist so ein Tutorial. Die Zeitleiste zeigt, wer als Nächster handelt. Okay, handeln. Gruppe handeln, Tränke, fliehen, Gruppe. Das ist also eine Art Battle, wie bei... Ja, wie bei Pokémon fast. Hieb. Mich trifft sie, trifft es auch. Und ich kann wahrscheinlich später mehrere Leute in meinem Team haben, weil ich hier wechseln kann. Und dafür kann ich dann wahrscheinlich auch meine Tränke, ja. Tränke gibt es ja auch. Nein, das wollte ich nicht. Wie komme ich jetzt zurück? Warte. Ich will jetzt eigentlich... Ah, jetzt mit Q komme ich zurück. Handeln. Verteidigen. Hieb. Verteidigen. Ja, dann wirklich wieder ein Hieb. Oh, ist erledigt. Und plus 50 Erfahrungspunkte. Oh, fast Level, Level 2. Und ein weiteres Heiltonikum gefunden. Nun, das war kein Problem. Dann gehen wir mal weiter. O Vater, wann sind wir endlich da? Was ist dein Vater, Aurora? Ich bin seine Tochter, ist doch klar. Oh, da ist noch einer. Und los geht's, nächster Kampf. Hieb. Ah, ich kann den blenden, um, nee, kann ich doch nicht. Erledigt ist er trotzdem. Und jetzt bin ich Level 2. Ah, und hier sehen wir unsere Fertigkeiten. Unsere Stats. Welle, neue Fertigkeiten für Aurora. Ah, okay. Wir haben hier einen Skill Tree. Das gibt's ja gar nicht. So. Sternenlicht. Lange Vorbereitungszeit. Okay, da muss ich zuerst das hier lernen. Was ist denn MP?
MP würde ich jetzt als erstes für Monster Power halten. Könnte aber auch Leben sein. Also es gibt hier anscheinend mehrere Trees. Oder sind MP... Ah! Nee. Wie lange man das... Nee, weiß ich gerade noch nicht, was MP sein könnte. Auf jeden Fall ist das hier wohl der Damage-Tree und deswegen gehe ich da rein. Und mache jetzt erstmal direkt weiter. Okay, das habe ich ja schon geholt vorhin. Was steht hier? Rechts zum alten Kloster. Links zum Altar von Mathildis. Die flüchten ganz schnell. Was ist das denn da? Überraschungsschlag. Angriff von hinten. Okay. Ich muss hier jetzt irgendwie hochkommen. Weiß ich gerade nicht, wie das funktionieren soll. Na komm schon näher. Ja. Shit, hab ich's nicht bekommen. Oh, ein Schlag hat gereicht. Ach, und jetzt komme ich hier auch hoch. Mist. Ging das vorhin nicht? Ach doch. Oh, wieder ein Heiltonikum. Was ist das da hinten für so ein schattenähnliches Gebilde, was hier immer wieder auftaucht? Mist. Doch, war Überraschungsschlag. Sehr schön, habe ich hinbekommen. Ich hab's schon raus, wie es funktioniert. Oder auch nicht. Ach nee, Vorbereitung ist da hinten. Immer wenn der da ist, muss ich ihn wahrscheinlich blenden, damit er mich nicht angreift. Und da sind wir Stufe 3. Und wir haben noch ein starkes Heiltonikum bekommen. Und neue Fertigkeitspunkte. Ich werde dann so eine Art Kriegerin werden. Und schon wieder Überraschungsangriff. Zwölf Schaden. Mist, das funktioniert nicht. Ich dachte, ich kann die vielleicht... Doch, nee, ging nicht. Wie ich die unterbrechen kann, das weiß ich noch nicht ganz. Aber diese kleinen Looms verschwinden anscheinend nicht. Hier haben wir nochmal eine Truhe. Zaubertrank. Aber hier geht's hoch. Dann schiebe ich mal diesen Kasten hier wieder dort hinten hin, damit ich da wieder hochkomme.
Oh. Die Königin des Lichts. Was ist das denn da für ein Wagen? Hilf mir, Aurora. Ja, da ruft jemand um Hilfe. Und im nächsten Part schauen wir dann mal, ob wir da jemandem helfen können. Bis dahin, ciao.